Beamten mit Studenten keinen gesellschaftlichen Umgang zu pflegen. Ja, wer ist denn hier drin? Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür? Danke. Dr. Lo Fui hat mich hier eingesperrt. Gern geschehen. Darf ich fragen, warum? Ich sollte hier für ein paar Stunden weggesperrt werden. Naja. Kann ich irgendwie behilflich sein? Was bist du? So eine Art Schutzengel? Woher willst du überhaupt wissen, dass ich die Strafe nicht verdient habe? Warum überlässt du die Entscheidung darüber nicht mir? Na gut. Vor ein paar Wochen habe ich etwas erfunden. Ich kann mit Leuten sprechen, ohne Worte zu verwenden. Hört sich ganz nützlich an. Wie funktioniert es? Hey, wir sind in einer Universität für Zauberer. Bringt dich das auf eine Idee? Ich war dabei, eine bestimmte Art von Ohrring zu vertreiben. Ich nenne ihn Empfänger. Die Studenten tragen die Ohrringe und hören, was ich ihnen zu sagen habe. Zum Beispiel brandheiße Neuigkeiten von der Uni. Oder die Lösungen zu Prüfungsfragen. Das auch. Ich bin nicht hier, um zu urteilen. Am Anfang lief es prima, aber irgendwann... Ich habe den Hals nicht vollgekriegt. Bald war ich nicht mehr in der Lage, mich mit so vielen Empfängern zu verbinden. Ich musste mir was einfallen lassen. Von den Scavengers habe ich da so eine Kreatur erworben. Sie funktioniert wie eine Art natürlicher Sender. Das hat auch gut funktioniert. Am Anfang. Was ist schiefgelaufen? Die Studenten haben Depressionen bekommen. Manche haben sogar Selbstmord begangen. Und alle Betroffenen waren Kunden von mir. Die Professoren haben angefangen, Fragen zu stellen. Kenneth hat rausgekriegt, dass dieses Wesen den Stoffwechsel im Gehirn verändert. Sie haben mich weggesperrt, bis das Problem gelöst wird. Aber da war Kenneth gar nicht mehr dabei und mir wollte keiner zuhören. Wir müssen es umbringen, bevor es noch schlimmer wird. Wo finde ich das Wesen? Das ist nicht so einfach. Ich habe es gut versteckt und Fallen eingebaut, damit die anderen es nicht finden. Ich brauche nur eine Ortsangabe. Ich zeig dir die Stelle auf der Karte. Kannst du immer noch Gedanken übermitteln, die anderen Studenten waren? Nein, es blockiert meine Gedankenübertragung. Ich hab's schon versucht. Sei auf der Hut, bis ich zurück bin. Und wenn du einen deiner Kunden siehst, dann... Ja, klar doch. Danke. Interessant. Ist vielleicht nützlich. Sehr interessant. War eigentlich auch was ganz Nützliches, sowas. Weil, man könnte mal einfach so durch die Weltgeschichte gehen und den Leuten mal im Gehirn dumm vorwerfen. Und allgemein nicht das Rumvorwerfen ist das Interessante, sondern mehr die Informationen, die man da rausbekommt. Man kann die ja einfach so in Ruhe lassen. Dann hat man dann das Wissen von denen und das Wissen von sich selbst. Das kann man dann, weil man, je mehr Leute man trifft, desto mehr Wissen hat man. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss noch einige Unterlagen durcharbeiten und vieles neu schreiben nach diesem unseligen Vorfall. Vorfall? Ein heftiger Windstoß im denkbar ungünstigsten Moment. Alle meine Unterlagen sind zerstreut. Ich habe viele Dokumente wiedergefunden, aber nicht alle. 15 sind verschwunden. Ich könnte helfen, die Unterlagen zu finden. Wirklich? Das wäre mir sehr willkommen, wenn ich mich irgendwie revanchieren kann. Also der Windstoß hat mich erwischt, als ich gerade am Haupteingang war. Die Papiere sind in Richtung des Gebäudes und der Stadt weggeweht worden. Einfach überall hin, befürchte ich. Also, dann viel Glück bei der Suche und vielen Dank. Aha. Und? Glück gehabt? Noch nicht, aber es kann nicht mehr lang... Was wäre eine Gru... Ah, 15. Gut, okay. Ja, das... Das habe ich jetzt nicht gelesen. Notiz eines Studenten. Okay. Brauchen wir aber jetzt nicht. Universität, nur 5 junge. Da fehlen aber noch ein paar. Aber das erklärt jetzt immerhin auch,
Ah, nee, ich bin so rumgelaufen. Wieso die Teile hier überall rumliegen? Vorlesungsmitschriften, Steigbäume, das gleichgewichtete Elemente. Mal sehen. Da! Willkommen an der Veneficus-Universität. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich heiße Senoir. Ich bin der einzige Neffe von Professor Renoir. Vielleicht hast du schon von ihm gehört? Natürlich. Wir haben beschlossen, einen neuen Arbeitskreis für die Freunde magischer Geschöpfe aufzuziehen. Den AKMG. Das steht für Arbeitskreis Magische Geschöpfe. Das freut mich für euch, aber warum erzählst du mir das? Natürlich, weil ich dir einen Vorschlag machen will. Aber ich bin in keinster Weise ein Freund magischer Geschöpfe. Umso besser. Ich glaube, du verstehst mich nicht richtig. Wenn ich magische Geschöpfe treffe, dann bringe ich sie um. Aber das ist perfekt. Unser Arbeitskreis hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Akademischen und der Praxis. Du wärst eine wirkliche Bereicherung in der Liste unserer Vortragenden. Frag lieber jemand anderen. Wen sollten wir denn sonst fragen? Hier verirrt sich selten jemand her, schon gar kein waffenstarrender Abenteurer. Dafür ist die einheimische Fauna umso beachtlicher. Die Zahl der vermissten Studenten jedes Jahr ist besorgniserregend. Vielleicht kannst du helfen, Leben zu retten. Vielleicht bringt dein Vortrag sie dazu, in Zukunft schneller wegzulaufen, wenn sie einer dieser Kreaturen begegnen. Was meinst du? Irgendwelche Vorstellungen, was ich erzählen soll? Nicht weit von hier gibt es ein schwer zugängliches Tal. Es soll dort vor unheimlichen Kreaturen nur so wimmeln. Das Problem ist, es ist noch keiner zurückgekommen, der Näheres über sie berichten konnte. Wenn du dieses Geheimnis lüftest, ist das Publikum sicher begeistert. Wo ist das? Mitten im Dschungel. Ich mach dir ein Zeichen auf deiner Karte. Vergiss nicht, das alles dient allein dem wissenschaftlichen Interesse. Mach deine Beobachtungen und ein paar Notizen. Und ansonsten viel Vergnügen. Klingt ermutigend. Dann ist ja alles unter Dach und Fach. Du findest mich in der Aula, sobald du deinen Vortrag fertig hast. Viel Glück auch. Was ist das denn? Wieder haben wir Unterlagen. Ah, es ist schön. Ich mag das hier, Bücher zu finden. Ist noch was? Nein. Vorne ist noch was. Ich lese die mir zwar nicht durch, aber ich finde das Gefühl immer schön, durch Bücher zu klicken und dann irgendwelche Boni zu bekommen. Ist schön. Ah, das war der Schatzmeister. Vielleicht mal schauen, was wir alles so gefunden haben.